Eine russische Rakete ist nach Angaben ukrainischer Behörden am Donnerstagabend in ein Hotel der Stadt Saporischschja eingeschlagen. Dabei sei ein Mensch getötet worden, 16 Personen seien verletzt worden, darunter 4 Kinder. Lokale Medien berichteten, es handele sich bei dem beschädigten Gebäude um das Hotel Reikarz im Stadtzentrum, das häufig von Mitarbeitenden der Vereinten Nationen genutzt wird. Die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in der Ukraine, Denise Brown, zeigte sich über den Angriff entsetzt. In der russischen Region Kursk wurden unterdessen nach Angaben des dortigen Gouverneurs 2 ukrainische Drohnen abgefangen. Die Luftabwehr habe sie im Anflug auf die gleichnamige Stadt zerstört. Die Oblast Kursk grenzt an die Ukraine. Deren Führung kommentiert üblicherweise keine Angriffe auf russisches Territorium oder von russischen Truppen besetztes ukrainisches Gebiet.